Der erste Mensch, den ich Pate nannte, war Vito Corleone. Ich habe ihn nur ein paar Mal getroffen. Ich war damals nur ein Soldat der Familie. Die Zeiten waren hart. Wir hatten Krieg. Sogar Don Corleone wurde angeschossen. Sein ältester Sohn, Sonny, er hat zurückgeschlagen und dafür bezahlt. Danach hat Michael die Zügel übernommen, Fredos jüngerer Bruder. Er und Tom führten Krieg gegen die fünf Familien. Sie haben die Fäden gezogen und mein Boss, Aldo Trapani, hat die Drecksarbeit gemacht. Inzwischen ist er Michaels rechte Hand in New York. Das Geld liegt heutzutage auf der Straße. Aber einige neue Familien fordern ihren Anteil. Es bedurfte eines Mannes wie Heyman Roth, um alle an einen Tisch zu bringen. Wir werden Kuba unter uns aufteilen und mehr Geld verdienen, als es in den Staaten möglich wäre. Das ist gut für die Familie, für mich. Mein Name ist Dominic. Es darf wieder gemafiat werden. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar werden wir heute gemeinsam Godfather starten. Ich habe ja schon den ersten Teil gespielt, der Pate. Und jetzt werden wir uns der Pate 2 angucken. Noch mehr Action im Mafia-Genre mit noch mehr Gewalt. Und wir legen direkt los mit einem neuen Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet. Bis gleich! Bringen Sie her, lass mich mal sehen. Hoffentlich stimmt mein Alter. Auf dass Sie 100 werden, Mr. Roth. Cheers. Ah, das sehen die Ärzte vermutlich anders. Aber was wissen die schon? Wir haben auf Kuba wunderbare Dinge erreicht. Diese Regierung weiß, wie man Geschäftsleute unterstützt. Die Hotels hier sind größer und luxuriöser als alle Rattenlöcher, die wir in Vegas betreiben. Nicht alle Hotels. Die Hotels von Michael Corleone natürlich ausgenommen. Aber was ich damit sagen will ist, dass wir endlich haben, was wir immer wollten. Eine echte Partnerschaft mit einer Regierung. Salute. Cheers. Und wenn ich mich zur Ruhe setze, überlasse ich alle meine Anteile an der Kuba-Operation Ihnen, meinen Partnern. An die Corleones und Aldo Trapani geht das Hotel Capri. Grazie. Das National bekommt Rico Granados. Und das Sevilla Biltmore geht an Samuel Mangano, der den weiten Weg aus Sizilien zu uns genommen hat. Alle anderen werden an den Einnahmen außerhalb des Casino-Betriebs beteiligt. Gentlemen, Rebellen und Kleinkriminelle sind passé. Wir sind Kubas Zukunft. L'chaim. Schönen Dank. Cheers. Cheers. Wie kommst man ihm die ganze Zeit auf den Fersen? Mr. Roth ist ein kluger Mann. Kuba ist eine gute Frau. Nur Mr. Roth kann das durchgezogen haben. Fredo, du bist genau wie dein Bruder. Du bist klug. So, da wären wir. Wir spielen die PC-Version. Wir sind in Kuba. Ihr habt es eben gerade mitbekommen. Kuba wurde an die Mafia aufgeteilt. Zusammenarbeit mit der Regierung. Ja, Herr Dominic. Und wir müssen mit Michael reden. Was geht in dir vor, Dominic? Wie gefällt dir Kuba? Es ist großartig, Michael. Mir gefällt es hier. Ist mal was anderes als New York. Das ist gut. Nach dem Deal machen wir in diesem Land große Dinge. Morgen beginnt ein neues Jahr, mein Freund. Und eine neue Zukunft für die Corleones. Cheers. Auf die Zukunft. Apropos, wo ist denn Aldo? Aldo ist unten auf der Neujahrsfeier. Rede mit ihm. Sorg dafür, dass alles für das Treffen morgen vorbereitet ist. Okay, wir sollen mit Aldo reden. Und wer der Pate 1 gesehen hat, der sollte Aldo kennen. Genauso natürlich wie Michael Corleone. Dein Bruder hat sich richtig entschieden, Fredo. Ich weiß. Michael ist ein cleverer Bursche. Und Fredo. Sobald alles geregelt ist, sollst du hier ein Hotel eröffnen. Ja, das könnte ich. Irgendwas Nettes. Für all die Highroller? Fredo, amüsierst du dich? Hey, Dominic! Ja klar, ich find's toll hier. Ja, um Mitternacht steigt unten eine große Neujahrsfeier. Ja, sogar der Präsident wird da sein, das wird grandios. Wir sehen uns dann unten, ja? Alles klar. Mr. Roth? Sie sind Dominic, richtig? Aldos rechte Hand in New York. Hallo, mein Name ist Heyman Roth. Mr. Roth,
Ist mir eine Ehre. Alles Gute. Danke. Das ist ein Land, was? Ich denke, ich werde hierher umziehen, sobald der Deal perfekt ist. Michael kann sich zu Hause ja um alles kümmern. Ja, damals dachte jeder, Kuba wäre das Paradies und man merkt schon, die Synchronstimmen sind ziemlich gut gewählt. Nur hier und da gibt es eben ein paar Probleme mit der Übersetzung, wie Mr. Roth, eigentlich Mr. Roth, Heyman Roth. Schon, betracht es als Gefallen, für mich. Erst Kuba, dann Amerika. Ich muss mich absichern. Corleone hat 2 Millionen hingeblättert, Cash. Sepato, wie soll ich da mithalten? Tja, wir sind eben reich. Corleone-Style. Ich bin Rico. Rico Granados. Und Sie sind? Dominic. Ich arbeite für Aldo Trapani in New York. Ah, Michael Corleones Mann. Ich kenne Trapani. Wollte ihm in Florida mal ein Grundstück verkaufen. Ist ein kluger Mann. Inzwischen ist das Grundstück nämlich im Sumpf versunken. Immer diese falschen Honda. Wer sind Sie gleich wieder? Mein Name ist Dominic. Ich bin mit Aldo Trapani aus New York hier. Ja, richtig. Ich bin Samuel. Samuel Mangano. Molto lieto. Mangano. Alright, sprinten können wir auch. Können wir mit dem Personal reden? Security. Alter, hast du ein Pockengesicht. Ich würde damit mal zum Arzt gehen. Sieht total nach Geschlechtskrankheit aus. Okay, gehen wir mal nach unten. Wie heißt das hier? Feliz Nuevo Año oder so? Fast. Man sagt Feliz Año Nuevo. Man merkt schon, hier sind die Reichen, hier sind die Bonzen. War damals in Kuba aber wirklich so. Oh, die Steuerung ist noch ein bisschen ungewohnt. Ich will nur mit der nächsten Maschine zurück nach Florida. Florida? Ich will zurück nach New York. Kuba schmeckt mir gar nicht. Alte Menschen, die merkwürdig tanzen und riechen. Alles okay, Boss? Michael möchte, dass ich mich vergewissere, dass für morgen alles bereit ist. Mach dir keine Sorgen, Dominik. Es ist alles vorbereitet. Ich sehne mich einfach nur nach New York. Mir gefällt's hier nicht. Ich glaub dem Präsidenten kein Wort wegen der Rebellen. Ich will hier schnellstmöglich weg. Aldo ist ein kluger Mann. Komm schon, Aldo. Denkst du wirklich, die Rebellen sind ein Problem? Ich denke ja. Weißt du, was ich auf dem Weg hierher gesehen habe? Einen Rebellen, der gerade verhaftet wurde. Und anstatt sich zu ergeben, hat er eine Granate gezündet. Batistas Soldaten werden fürs Kämpfen bezahlt, die Rebellen nicht. Sie können gewinnen. Boss, ein Mann mit einer Granate kann wohl kaum eine ganze Armee aufhalten. Keine Ahnung, aber ich habe einfach kein gutes Gefühl hier. Morgen geht's mir sicher wieder besser. Wir bringen einfach diese Party hinter uns, besiegeln den Deal und fliegen zurück nach New York. Da seid ihr ja, Jungs. Aldo. Ist für das Treffen morgen alles vorbereitet? Natürlich, Michael. Mach dir keine Sorgen. Señoras y señores, aufgrund einiger Rückschläge unserer Truppen in Guantanamo und Santiago ist meine Position auf Kuba unhaltbar. Ich trete daher zurück, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Regresen a sus hogares. Abandonen sus carros en el hotel. Yo debo dejar la ciudad inmediatamente. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück. Unser Flugzeug wartet bereits. Geh schon. Salut! Mach keine große Sorge. Salut, Eskalation. Ich rette die Blondine. Und das Koks. Und den guten Shampoos. Okay, jetzt geht's rund. Und zwar, wir können angreifen. Wir spielen die ungeschnittene Version. Aber wenn wir mit der bloßen Faust zuschlagen, kommt kein Blut. Nicht wundern. Schnelle Jabs. Genug gespielt. Ich dachte auch erst, was ist hier los? Ich dachte, das Spiel wäre so ultra brutal. Gute Arbeit. Das kommt noch. Das kommt alles noch. Packen. Okay, wir können jemanden packen und dann schleudern. Packen und schleudern. Himmel, da draußen ist... Du machst einen Fehler, Pendejo. Das sind Aufrührer. Die sind nicht gefährlich. Bam. Erledigt. Der Kollege hier ist K.O. Und jetzt die Knarre raus. Und ja, hier sieht man es uncut. Wir können Frauen erschießen, die ganz merkwürdig nach vorne fallen. Schöne Frauen. Die Frauen hier sind sehr, sehr schön. Lady. Diablo. El Diablo. Ahí están. Oh, oh, oh. Passt auf. Mich verarscht niemand. Alter. Die Finisher hier sind schon ganz schön mies. Und das an Zivilisten. Dios mio. Er schießt gleich. Dios mio. Michael, bleib hinter mir! Moment, Moment, ich muss noch jemanden hier hinrichten. Die hat mich provoziert. Okay, sie ist tot. Alles gut. Hören wir auf mit dem Unsinn und kümmern uns um die korrupten Soldaten der Regierung.
Pedro. Pedro Fiel. Ein guter Mann. Bleibt unten, Jungs. Ja, das Deckungssystem kann man hier getrost vergessen. Boah, die brennen wie mies, Alter. Wie mies. Die schönen Frauen. Es tut mir leid. Sie zwingen mich dazu. Ich will doch gar niemanden hinrichten. Das ist alles Teil vom Spiel. Präzision. Wir können halt auch noch so ein bisschen ranzoomen. Aber das nutzen wir nicht so viel, weil am PC ist es eher hinderlich als positiv. Wow, wow, wow. Muchacho. Ey, verdammt. Ganz schön fies unterwegs, der eine Kollege hier. Ich steck mein Ding nicht weg. Jemand bewacht den Tower. Dominik, da oben! Schon erledigt. Schon erledigt. Kann ich mir vielleicht noch eine schöne Kubanerin mitnehmen? Komm schon, ziel! Boah, die lauteste Brücke der Welt. Wo hast du das Geld hingetan? Es ist noch im Hotel. Gott, 2 Millionen weg. Ich muss sagen, ich liebe Mafia-Spiele, aber es gibt halt viel zu wenig davon, die richtig gut sind. Und der Pate 1 und 2 gehören auf jeden Fall zu den besseren. Oh, ein bisschen Geld noch mitgenommen. Gut, wir sprinten mal durch. Ich mache mir Sorgen. Steck das Ding weg. Die Flammen sehen ziemlich gut aus, hatten sie aber schon im Vorgänger. Auch wenn die Grafik allgemein natürlich schon ganz schön veraltet ist. Aber wenigstens die Flammen. Die kann man sich absolut geben. Komm schon, der Kollege ist down. Raus hier. Noch jemanden hinrichten? Soll ich noch jemanden hinrichten? Die schöne Kubanerin hier drüben. Schuss in den Po und dann... Ah, die war schon tot. Oh, hier, hier. Jetzt bist du nicht mehr so hart, hä? Jede Waffe hat auch ihre eigene Hinrichtung, ihre eigene Animation. Moment, ich bringe uns hier durch. Lass ihn liegen. Wir müssen weiter. Sie versuchen alle rauszukommen. Bah! Himmel sind das viele. Michael, tut mir leid. Aldo. Aldo war Familie. Ich kann helfen, wenn wir wieder in New York sind. Ich möchte, dass sich jemand um seine Mutter kümmert. Okay, Maggie. Okay. Was machen wir jetzt? Roth wollte mit Kuba bezwecken, dass sich die Familie nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Wir brauchten das Land. Denkst du, die Rebellen werden gewinnen? Was haben sie schon, Fredo? Michael, ich meine, was machen wir jetzt? Unsere Familie, was wird aus uns? Niemand hat New York angerührt, solange Aldo am Ruder war. Jetzt werden alle profitieren wollen. Seine eigenen Leute werden sich bekämpfen, wenn es ihnen Vorteil bringt. Ich vertraue nur wenigen von ihnen. Aber dir schon, mit meinem Leben. Dominik, ich möchte, dass du Boss wirst und deine eigene Familie hast. Ich vertraue dir New York an, Dominik. Wirst du das tun für mich? Ja, Michael. Natürlich. Tony und Carmine Rosato sind raus? Sieht so aus. Haben mit dem, was sie hatten, ihre eigenen Gangs gegründet. Was wir hatten? Das ist Heyman Roth in Florida. Er stärkt diesen Hurensöhnen den Rücken. Die Rosatos hatten nie die Corleone. Und jetzt? Was? Sie übernehmen, Gefangene machen? Nicht ohne Hilfe.
Nicht ohne Rot. Frank, Heyman Rot hat nichts damit zu tun. Mikey hat recht, Frank. Die Rosato-Brüder sind wütend, sagt Clemenza. Tot? Nein, nein. Das war kein Herzinfarkt. Egal. So sieht's jedenfalls aus. Wir wissen, dass sie die Müllabfuhr und die Baubehörde kontrollieren. Carmine macht Geld mit Boxabsprachen. Und Nutten auch. Ist das nicht Rots Geschäft? Und lieber Ghana, Drogen? Ich will alle tot sehen. Tot! Frank! Frank Pentangeli. Du warst dieser Familie immer treu ergeben. Ich weiß, Michael. Aber seit Kuba sind meine Geschäfte mit Heyman Roth sehr wichtig. Diese Vorwürfe beleidigen ihn und auch mich. Fair. Ist dir Loyalität ihm gegenüber wichtiger als dein Blut? Komm schon, Frankie. Du weißt, mein Vater machte Geschäfte mit Roth. Er respektierte ihn. Dein Vater hat mit Heyman Roth Geschäfte gemacht und ihn respektiert. Aber dein Vater hat Heyman Roth nie vertraut. Bist du fertig? Gut. Dominic, du kümmerst dich um die Rosato-Brüder. Carmine ist schwach. Schon immer. Schick ihm eine Nachricht. Beweise mir, dass ich dich richtig einschätze. Alles gut, Chief. Noch. Frank ist ein guter Mann, nur sein Temperament könnte ein Problem sein. Diese Vorwürfe gegen Heyman Roth müssen aufhören. Sie beleidigen uns beide. Ich behalte ihn im Auge. Keine Sorge. Gut, Dominic. Konzentriere dich einfach auf deinen Job. Du bist jetzt der Boss. Mach dir einen Namen. Lass Carmine wissen, dass du New York kontrollierst. Okay, Frankie. Frank, ich kümmere mich um Carmine Rosato. Überlass ihn mir. Natürlich. Du bist der Boss und Carmine ist ein Idiot. Findet seinen Arsch nicht mal, wenn er drauf sitzt. Trotzdem gehört dem Blödmann halb New York. Was heißt das? Dass jemand im Hintergrund die Fäden zieht. Vielleicht. Aber wer es auch ist, Roth fällt aus. Und Carmans Leute sind immer noch loyal. Tja, Loyalität lohnt sich für irgendwas. Selbst bei den Rosato-Brüdern. Mir bedeutet das auch etwas, Frank. Ich kann Carmine nicht selbst erledigen. Ich brauche Leute. Männer, denen ich trauen kann. Hast du vielleicht jemanden für mich? Sicher, Dominic. Ich bin mit einigen Partnern hier. Gute Männer. Haben sich schon mehr als einmal bewährt. Ich denke, sie sind soweit. Du würdest ihnen eine große Ehre erweisen, wenn du sie in deine Familie holst. Ja, man merkt schon, diesmal fangen wir nicht ganz unten an wie beim ersten Teil, sondern wir sind jetzt der Boss. Nicht der krasseste Boss aller Zeiten, aber wir haben deutlich mehr zu melden. Und wir können auch Leute in meine Familie reinholen. Eine Unterfamilie der Corleone. Denn wir übernehmen jetzt die Geschäfte. Gut, wen haben wir hier? Medizinmann. Drogendealer, ha? Huh? Du hast es doch satt, mit einer Bande rumzuziehen. Mal dran gedacht, dich einer Familie anzuschließen? Na, was ich gerade mache, läuft nicht. Ich suche nach einer Chance, neu anzufangen. Okay, ich könnte jemanden brauchen, der ein Sanitäter ist. Was ist deine Spezialität? Was für Voraussetzungen bringst du mit? Als Kind bin ich beim Überfall auf einen Laden angeschossen worden. Danach habe ich gelernt, mich selbst zusammenzuflicken. Und ich persönlich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Okay, Waffenlizenz allgemein, da gibt es dann auch Verbesserungen. Natürlich, die Handlanger werden immer besser, die können auch aufsteigen. Aber dazu später mehr. Erzähl mir von dir. In meinen bisherigen Teams war ich immer der Oder-Aber-Typ. Du kannst deinem Boss das Geld geben oder aber mir. Und dafür will ich dann ein Pfund Fleisch. Du bist ein guter Mann. Ich mag deine Einstellung. Du willst mich wirklich? Ich bin bereit zur Arbeit. Ja, du bist dabei. Willkommen. Willkommen an Bord. Du bist dabei. Ich bin eh voll der Brecher, oder? Allein mein Gesicht. Ich halte die Augen offen, Chief. Und dann bin ich hier weg. Wir sind genug, Mann. Vielleicht ein andermal, okay? Ja, wir können im Moment nur einen mitnehmen. Ich habe nicht mehr alles genau in Erinnerung. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, damals zum Release. Und ich glaube, man kann drei mitnehmen. Dominic und später wird gejagt. Wir müssen die Augen offen halten. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, kann man denen sogar Geschäfte zuweisen. Was ist hier los? Wow, du siehst echt gut aus. Hä? Ja, du siehst echt gut aus. Weg hier! Ich hab nichts getan. Alles cool, hä? Huh? Hast du auch anständig hier den Boden gewischt? Na? Du bist viel zu hübsch für diesen Job. Komm mit mir. Komm mit mir hier drüben. Wir treiben es direkt auf der Küche. Oh, was haben wir hier Leckeres? Pfannkuchen. Und Obstbrei. Mmh.
Mamas Obstbrei. Oh Gott. Oh Gott, du sagst das. Widerliche Pampe. Hey, wir trinken später was. Ah, guck mal hier, Munition. Also wie gesagt, später bekommen wir richtig viele Waffen und jede Waffe hat seine eigene Animation. Einige davon schweben auch elegant in der Luft. Keine Ahnung wieso. Michael! Carmine Rosato lenkt ein Monopol und führt Bordelle. Darum müssen sie ihn fertig machen. Mache ich, kein Problem. Ich mache ihn rund. Don-Ansicht. Ich bin jetzt ein Don. Tap. Alright. Schon auf der. Da sehen wir sie, die Don-Ansicht. Und im Gegenteil zum ersten Teil können wir hier diverse Geschäfte kontrollieren. Und soweit ich weiß, können wir dann auch Männer diesen Geschäften zuweisen. Ist ganz interessant. Denn das Spiel hat diesmal wirklich so ein Wirtschaftssystem drin. Und natürlich gibt es immer noch die anderen Familien, die uns fertig machen wollen. Ganz klar. Ein Drink nachher. War ein langer Tag. Wenn wir eins von Carmines Geschäften ausschalten, hat er die Cops nicht mehr in der Hand. Das stimmt. Aber das hat mir extrem gut gefallen am zweiten Teil, dass man eben hier noch so ein Wirtschaftssystem drin hatte. Und auch das ganze System... Treffen wir Carmine dort, wo es am meisten wehtut, bei seinen Bordellen. Diese verdammten Hurenhäuser verschaffen ihm sowieso zu viel Einfluss. Genau das werden wir tun. Wir fangen mit dem Bordell an. Dem gegenüber der Bäckerei. Dicke Brötchen, dicke Titten. Oh, wir sind ja schon da. Das ging aber schnell. Ja, dann gehen wir mal zu Fuß rein. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, weil die Leute hier dauernd reden. Ja, Einnahmen haben wir auch und so weiter und so fort. Aha, aha, aha. Komm zurück! Komm zurück! Oh, tut mir leid. Du hast ein ganz, ganz merkwürdiges Outfit, aber geiler Arsch hier drüben auf 12 Uhr. Okay, ich darf mich von den wunderschönen Frauen hier nicht ablenken lassen. Erstmal hier hin. In unserer Welt ist der Schlüssel zum Erfolg Angst. Ein toter Mann nützt uns nichts. Wenn du aber Druck machst, behältst du die Oberhand. Jeder hat zwei Punkte. Bei einem gibt er auf, beim anderen schlägt er zurück. Machst du genug Druck, dass er aufgibt, tut er alles, was du verlangst. Du brauchst dabei Kreativität. Schubs ihn ein bisschen rum oder zeig ihm die Aussicht. Bei einigen profitierst du mehr, je stärker der Druck wird. Oder? Schwachstellen suchen. Jeder Mensch hat eine. Gehst du aber zu weit, hast du einen Kampf am Hals. Oder schlimmer, einen Toten. Aber das ist kein Weltuntergang. Du kannst es später nochmal versuchen. Nö, ist kein Weltuntergang. Kannst du später einfach nochmal machen. Wir stellen jemand Neues ein. Wir brauchen ihn lebend. Wir stellen jemand Neues ein, kapisch? Und dann erpressen wir den. Schöne Deko. Da sieht man, das ist eine Mafia-Bäckerei. Alles fake. So, wer bist du? Ha? Ich will rein. Jetzt! Scheiße, nein, das ist ein Privatclub. Soll ich dir ein bisschen auf die Fresse geben? Ha? Los und kämpft! Hören Sie mir verdammt nochmal zu! Niemand tun Sie nichts, was Sie später bedauern! Ich ergebe mich! Du! Meine Kunden sind anständige Menschen! Lassen Sie sie in Ruhe! Mach diese verdammte Tür auf, bevor ich sie eintrete! Ah, Sie wollen rein? Bitteschön! Ja, warum nicht gleich so? Das Glück! Ich war kurz davor, dich hinzurichten. Wenn ich was von dem Guten soll. Ein bisschen mehr Respekt. Hey, Baby. Warum machst du nicht ein Foto? Eieiei. Ist das denn erlaubt? Ich kenne einen Ort, an dem wir plaudern und ein paar Margaritas trinken könnten. Warum nicht? Warum nicht? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du schön bist? Wärst du meine Freundin, würde ich dir das jeden Tag sagen. Perdóneme, pero tú? Yo? Das kann nicht dein Ernst sein. Oh, auf jeden Fall, wieso? Da die lässt mich abblitzen. Guck mal. Ärger, wo ist Ärger? Hast du mal eine Frau geküsst, Baby? Eine Frau geküsst? What the fuck? Komm schon! Hör auf, rumzumatzen! Bam, 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 bam! Zur Schule zu gehen. Alter, hab ich ihm die Fresse eingeschlagen. Ich jetzt bin übelst der Brecher, ich hab's ja gesagt. Helft mir hier mal! Dom der Brecher, so nannte man mich. Ich liebe die Finisher hier. Das sind einfach cool, oder? Mischen wir mit! Den zweiten Teil, den fand ich vom Gameplay immer besser als der erste. Auch wenn der erste Teil natürlich mehr so dieses Der-Pate-Feeling hatte. So, was geht's? Ich will den Laden übernehmen. Und deine Frau auch.
Oh, lassen Sie mich raten. Sie sind hier, um zu verhandeln, oder? Das ist jetzt mein Revier. Und Sie behalten Ihr Geschäft nur, wenn Sie mit mir verhandeln. Ist das klar? Dieses Geschäft ist alles, was ich habe. Also verschwinde. Ziemlich große Klappe, ha? Na, wen haben wir denn da? Er hat eine Waffe! Okay, bedrohen funktioniert nicht. Interessiert mich nicht. Was haben Sie denn noch? Wie wär's mit einer Tracht Prügel? Du willst dich schlagen. Du willst dich wirklich mit einem Mann schlagen, der eine Knarre hat. Zerleg einfach hier deine Flaschen. Erst zertrümmern wir dein scheiß Zeug und dann deine Visage. Ich zerleg deine wunderschönen Flaschen. Er ist bewaffnet. Und deine Lampe. Hast du es gesehen? Kooperierst du jetzt? Kriegen das hin. Fing mich nicht, dich zu erschießen. Tu das nicht. Sieh ihn dir an, er ist fertig. Wenn du jetzt mit ihm redest, sagt er dir alles. Aber du könntest versuchen, ihn weiter durchzuschütteln. Für einen Spießer bist du wirklich ein ausnehmend dämliches Arschloch. Noch ein bisschen durchschütteln. Okay, ein Tausender. Komm schon, ein Tausender will ich haben. Mischen wir mit! Alles klar, perfekt. Für dieses Drecksloch willst du verrecken? Genau das passiert gleich. Okay, das Geschäft gehört dir. Und jetzt lass mich los, ja? Das organisierte Verbrechen sind illegale Geschäfte. Mit illegalen Geschäften machen wir unser Geld. Kontrollierst du eins, wirst du bezahlt. Jeden Tag. Allerdings ist jedes Geschäft Teil eines sogenannten Kartells. Es gibt verschiedene Kartelle. Prostitution, Waffenschmuggel, Autohandel. Und jedes besteht aus zwei oder mehr Geschäften. Wenn jemand alle Geschäfte eines Kartells kontrolliert, ist es sehr lukrativ. Aber noch wichtiger ist, ein spezieller Bonus. Kugelsichere Westen oder gepanzerte Autos. Dieses brauchst du zum Aufbau eines Imperiums. Du weißt das und deine Feinde wissen es. Also erwarte von ihnen keine Zusammenarbeit, wenn du sie besuchst. Ziemlich geil, oder? Man merkt schon, das System dahinter ist ziemlich geil geworden. Gut, Leute. Wir haben unser erstes Geschäft. Das war der Einstieg von Der Pate 2. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall eine Bewertung dalassen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!